In der Welt von One Piece steuern wir bald schon auf den nächsten großen Kampf zu und Blackbeard spielte eine gesonderte Rolle, denn nicht nur Ruffy hat ein großes persönliches Interesse, Blackbeard zu erledigen, sondern ebenfalls auch Trafalgar Law. Warum eine Reunion zwischen Ruffy und Law fast zu 100% sicher ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich habe heftige Hinweise für euch vorbereitet und falls ihr keine Spoiler, News etc. zu One Piece verpassen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Gerne den Kanal abonnieren, Daumen nach oben wäre korrekt. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Wir alle wissen, dass Blackbeard wahrscheinlich als nächster große Piratengegner Ruffy gegenüberstehen wird, denn es steht ja noch aus, bis Ruffy all die Informationen bekommt, was Blackbeard während Ruffys Abwesenheit so getrieben hat. Es gab ja einige Interaktionen mit Blackbeard, vor allen Dingen natürlich einerseits mit Trafalgar Law, den er angegriffen, besiegt und fast auch getötet hätte. Wir haben den Angriff auf Boa Hancock gehabt, wir haben die Entführung von Pudding von den Big Mom Piraten gehabt, die ja ebenfalls eine Freundin der Strohhüte ist. Darüber hinaus spielt natürlich auch die Entführung von Corby und der darauf folgende Kampf gegen Garp eine sehr große Rolle, denn Garps aktueller Status ist immer noch unbekannt. Und wenn Ruffy all dies erfährt, dann ist nur logisch, dass Blackbeard sein nächstes Ziel ist und er sich eigentlich fast schon direkt auf den Weg macht, um Blackbeard in den Hintern zu treten. Heute geht es aber speziell um Trafalgar Law und wieso ich persönlich glaube und es für sehr, sehr wahrscheinlich halte, dass Law hier mit Ruffy gemeinsame Sache machen wird. Wie ich eben erwähnt hatte, Trafalgar Law hat gegen Blackbeard gekämpft und hat eine Niederlage einstecken müssen, wäre fast sogar gestorben, wäre nicht Beppo dort gewesen, der ja durch Chopper eine Art Medizin oder Tablette bekommen hat, wo sich Beppo kurzzeitig in seine Zulong-Form verwandeln konnte, um somit Trafalgar Law zu retten. Das große Problem aber, die ganze Crew von Trafalgar Law wurde zurückgelassen, also um seinen Captain zu retten, hat Beppo Law quasi dazu gezwungen, ihn mitzunehmen und den Rest zurückzulassen und wir alle wissen, was das für ein relativ bedrückender Move sein muss, für einen Captain seine Crew erst einmal zurückzulassen, selbstverständlich mit der darauffolgenden Motivation, diese wieder zu befreien. Und das ist absolut wichtig, denn Blackbeard hat einen sehr, sehr interessanten Satz gesagt, als Trafalgar Law dort am Boden lag, nämlich, dass die Herzen, die Trafalgar Law hier der Marine zur Verfügung gestellt hatte, nach dem Rocky Port Vorfall, um seinen Samurai der Meere Titel zu bekommen, die sind nun unter Blackbeard auf Pirate Island. Das bedeutet, die haben natürlich ein großes Interesse, sich an Trafalgar Law zu rächen. Und wenn statt Law seine Crew jetzt auch bei Blackbeard gefangen wurde, dann sind die selbstverständlich in großer Gefahr. Das bedeutet, Trafalgar Law hat gar keine andere Wahl, als sich hier erneut gegen Blackbeard zu stellen. Und dies wird vermutlich in Verbindung mit Ruffy passieren. Oder hat das aber auch wie immer super gut gelöst, denn dieser Rocky Port Vorfall ist hier demnach einerseits für Trafalgar Law, auch für Corby hier eine Vorfall. Um gegen Blackbeard vorzugehen, beziehungsweise bildet das die Vorgeschichte ab. Und wir haben ja jetzt durch die aktuellen Situationen Corby, der erneut Motivation gefunden hat, hier gegen Blackbeard vorzugehen, gerade wegen Garp, dass man hier in Zukunft das Potenzial hat, diese ganzen Leute wieder zusammenzubringen. Das bedeutet, Ruffy könnte theoretisch in Zukunft gegen Blackbeard eine relativ große und starke Allianz haben. Und diese Allianz, die würde aus Leuten bestehen wie den Kuya-Piraten wegen Boa Hancock, die ja ebenfalls eine Racheaktion vermutet. Vermutlich im Sinn hat, denn ich glaube nicht, dass die sich einfach so angreifen lässt und dann das Ganze stehen lässt, als wäre nichts gewesen. Wir haben dann die restlichen Big Mom Piraten, die ja ebenfalls für Pudding hier gegen Blackbeard vorgehen müssen. Das bedeutet, die haben ja ebenfalls ein Interesse, Rache an den Blackbeard Piraten zu nehmen, weil die ja einfach auf Whole Cake Island aufgetaucht sind und dort Pudding entführt haben, dann auch Cracker erledigt haben und einfach Schaden angerichtet haben. Dann schlussendlich natürlich jetzt hier Trafalgar Law, der ebenfalls ein sehr großes Interesse hegen dürfte, hier gegen Blackbeard zu kämpfen und das könnte am Ende dazu führen, dass gerade Trafalgar Law hier definitiv sich wieder mit Ruffy in Zukunft zusammentun wird, sodass die beiden erneut hier gegen einen Hauptantagonisten kämpfen und ich persönlich fände das super cool, denn wir alle haben Trafalgar Law eigentlich schon so als Teil der Crew angesehen, respektiert und die sind ja gemeinsam alle durch dick und dünn gegangen, nicht nur in Wano Kuni, sondern auch schon weit zurück, Dressrosa, Punk Hazard, Law war ja eigentlich schon
sehr, sehr lange mit dabei und man konnte den eigentlich kaum wegdenken. Ich persönlich finde auch Law ist ein Charakter, der die Crew super gut ergänzt, nicht nur auch stärketechnisch, sondern auch von seinem Charakter. Und vor allen Dingen hat Law Ruffy natürlich einiges zu verdanken. Die ganze Thematik um Doflamingo, das war ja die Lebensaufgabe von Trafalgar Law damals, die er dann mit Ruffys Hilfe final abschließen konnte. Doflamingo wurde erledigt, Law steht in Ruffys Schuld und ist danach sogar weiter mit nach Wano Kuni gereist, hat mit Ruffy zusammen und der ganzen Allianz dort gegen Kaido gekämpft und gewonnen. Und Trafalgar Law, ganz wichtig, hat dort eine neue Lebensaufgabe für sich entdeckt. Wir wissen ja, ein Charakter, der wird relativ leer gelassen, wenn er einerseits seinen Traum erfüllt bekommen hat oder seine Aufgabe erledigt hat, dann sucht der ja eigentlich nach etwas Neuem und das war bei Trafalgar Law eigentlich sehr, sehr unschlüssig, bis er dann natürlich auf Wano Kuni bei diesem Rogue Pornoglyph gewesen ist. Wir wissen, Trafalgar Law hat ebenfalls das D im Namen und Law hat nun einen neuen Traum. Der möchte erfahren, was es mit dem D etc. auf sich hat. Und das finde ich persönlich qualifiziert Trafalgar Law ebenfalls als einen Charakter, der hier im Endgame eine absolut wichtige Rolle spielen wird. Vor allen Dingen spricht da noch eine sehr große Tatsache für, nämlich seine Teufelszucht und diese Eternal Youth Operation. Ich persönlich glaube nicht, dass Oda diese Fähigkeit hier in die Story einführt, ohne davon Gebrauch zu machen. Das würde vielleicht in der Schlusskonsequenz dafür sorgen, dass Trafalgar Law eventuell sein Leben für irgendwen anders gibt, sodass man am Ende des Tages hier natürlich noch eine gewisse Dramaturgie mit in die Story reinbringt. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, Trafalgar Law hat unfassbar viel Informationen über die Blackbeard-Piratenbande gesammelt. Er weiß, wie sie kämpfen, er weiß, welche Fähigkeiten diese Crew besitzt und kann diese Infos natürlich auch weitergeben. Deswegen glaube ich, unterm Strich und im Großen und Ganzen ist Trafalgar Law hier ein jemand, der zu einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit hier mit teilhaben wird, wenn es Richtung Blackbeard geht. Ob Trafalgar Law jetzt hier auf Elban oder so auftauchen wird, das wage ich nicht zu 100% zu sagen. Müssen wir mal abwarten. Es kann sein, dass Beppo mit Law jetzt dort auftaucht. Das kann natürlich möglich sein, weil diese drei Inseln, wo sich Ruffy, Kid und Law getrennt haben, die sind ja alle so rund um Wano Kuni bzw. in der Nähe. So wäre das gar nicht mal so abwegig und könnte eventuell dazu führen, dass wir schon früher eine Zusammenkunft zwischen Law und Ruffy erfahren. Und vielleicht ist ja auch Trafalgar Law derjenige, der Ruffy diese Hiobs-Botschaften überbringt. Was alles passiert ist, was Blackbeard so geleistet hat, wen er angegriffen hat, wen er entführt hat. Und vor allen Dingen, dass das auch Leute sind, die in Ruffys Kreisen sind, Freunde, Familie etc. Und ich persönlich muss ganz klar sagen, auch wenn ich Ruffy für sehr, sehr stark halte, ist es für mich persönlich eine Art Absicherung, immer irgendwie einen Trafalgar Law mit dabei zu haben. Denn mit seiner OP-OP-Nomi kann er selbst sehr, sehr aussichtslose Situationen nochmal umkehren. Und so einen Joker in der Hinterhand zu haben, ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Und ohnehin ist Law eigentlich immer ein Charakter, der jeden Arc bereichert. Deswegen bin ich sehr gespannt, was Eiichiro Oda mit diesem Charakter vorhat. Gerade mit der Vorgeschichte um den Rocky Port Vorfall, Blackbeard, der dort eine große Rolle gespielt hat und natürlich auch Corby. Das alles ist natürlich sehr, sehr gut vorbereitet. So habe ich das im Gefühl, dass Oda genau darauf abgezielt hat, dass diese Parteien alle irgendwann in diesem großen Kampf wieder zueinander führen. Und dieser große Topf wird immer mehr gefüllt mit ziemlich heftigen Charakteren, mit heftigem Potenzial. Aber was jetzt die mögliche große Allianz gegen Blackbeard angeht, dazu mache ich noch einen ausführlichen Podcast. Denn hier stehen einige Charaktere an der Seitenlinie, die ja auch noch eine große Rolle spielen könnten. Deswegen, falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Ein Daumen nach oben wäre super korrekt von euch. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Glaubt ihr, Trafalgar Law rauft sich wieder mit Ruffy zusammen und die beiden kämpfen hier gemeinsam gegen einen neuen Antagonisten? Eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und dann war es das erstmal von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen entspannten Tag. Macht's gut. Haut rein. Wir sehen uns bei den Spoilern wieder. Ciao und tschüss.